Paul wohnt in einem grünen Wohnwagen mit blauen Vorhängen. Sebastian wohnt in einer blauen Wohnung mit grünen Vorhängen. Sebastians Mama sagt, ich will nicht, dass du mit diesem Jungen aus dem Wohnwagen spielst. Pauls Mama sagt, ich will nicht, dass du mit diesem Jungen aus der Wohnung spielst. Auf dem Weg zur Schule gehen Paul und Sebastian auf verschiedenen Straßenseiten. Abends sagt Sebastian zu seiner Mama, ich habe nicht mit Paul gespielt. Und Paul sagt, ich habe nicht mit Sebastian gespielt. Eines Tages macht die Schule einen Ausflug aufs Land. Plötzlich fängt es an zu regnen. Heftiger und heftiger. Die Kinder stellen sich bei den Bäumen unter. Nur Paul und Sebastian flüchten sich zu einer Hütte am Ende der Wiese. Weil sie immer noch nass werden, gehen sie in die Hütte hinein. Jeder von ihnen setzt sich in eine Ecke. Sie sehen sich an, aber sie sagen nichts. Sie spielen nicht. Sie machen überhaupt nichts. Deshalb hören sie nicht, wie der Regen aufhört und wie die anderen Kinder nach Hause gehen. Sie sehen auch nicht, wie es dunkel wird. Und dann, ganz plötzlich, sagen sie beide gleichzeitig, wir haben uns verlaufen. Paul sagt, das macht nichts. Hier ist es wie in einem Wohnwagen, hab keine Angst. Sebastian sagt, das macht nichts. Hier ist es wie in einer Wohnung, hab keine Angst. Kennst du den Weg zurück? Nein, draußen ist es zu dunkel, wir müssen bis morgen warten. Paul sagt, ist dir kalt? Hier, nimm meinen Pullover. Sebastian sagt, ist dir kalt? Hier, nimm meine Jacke. Dann legen sie sich hin und schlafen. In der Nacht werden Paul und Sebastian überall gesucht. Da ist Sebastians Mama, sie ruft, Sebastian, Sebastian! Und da ist Pauls Mama, sie ruft, Paul, Paul! In der Hütte ist es ganz dunkel. Sebastians Mama sagt, das ist Sebastians Jacke, das ist mein Sebastian. Pauls Mama sagt, das ist Pauls Pullover, das ist mein Paul. In der Wohnung ist es dunkel, der Strom ist ausgefallen. Und im Wohnwagen ist kein Öl mehr in der Lampe. Man kann nichts sehen. Am nächsten Morgen wollen Pauls Mama und Sebastians Mama ihre Kinder aufwecken. Aber in Pauls Hängematte liegt Sebastian und schläft. Und in Sebastians Bett liegt Paul und träumt. Die Mütter sehen sich an. Und sie müssen beide im selben Moment lächeln. Jetzt spielen Sebastian und Paul miteinander. Und sie lachen miteinander. Im grünen Wohnwagen mit den blauen Vorhängen und in der blauen Wohnung mit den grünen Vorhängen.